Schon wieder Zeit zum Aufstehen. Boah, ey, unsere Energie hat sich gar nicht ganz. Boah, ich bin immer noch nicht so richtig fit, Leute. Boah. Oh, komm, schmeiß mal erstmal hier alles rein. Also die Dinger haben ganz gut Geld gebracht. Hat man ja noch am Schluss vom Video gesehen. Nicht verkehrt. Deswegen haben wir jetzt wieder ein bisschen. Der Samen nur 25 kostet. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was es gebracht hat. Aber das hat auf jeden Fall ein bisschen was gebracht. Ich glaube, wir könnten auch hier mal ein paar Saps verkaufen. Probieren wir einfach mal 10 zu verkaufen. Wir schmeißen jetzt einfach mal ein bisschen was rein, um zu gucken, was es bringt. Weil es gibt ja auch jeweils. Machen wir immer hier 10er Action. Ja, auch in unserer Kollektion. Da sehen wir ja, was wir verkauft haben. Fisch haben wir jetzt nur einen, den will ich nicht verkaufen. Komm, ein Kupfereisen, ein Kupfererz. Kaufen wir mal, wenn das geht. Da gucken wir, dann sehen wir mal, was das alles so bringt. Auch. Also, ich dachte, hier wäre eine Katze gerade. Also, im Schatz, mir hat es wohl voll. Warte mal, können wir hier? Ne, das können wir nur verschieben. Mitgenommen. Ne, das wollen wir nicht. So. Ach, guck mal, wir haben Post. Schmeißen jetzt auf jeden Fall hier zunächst mal das Zeug hier rein. Ja, genau, das können wir alles verkaufen. Sehr schön. Ups. Ja, doch, hier rein. So. Bin ich mal gespannt, was uns das an Kohle bringt. Ach, Pflanzen müssen wir auch noch. Und dann können wir hier die eine Möhre noch. Oder was auch immer das ist. Die ernten wir noch. Verkaufen wir dann auch direkt. Ah ja, genau. Hier ein bisschen gießen. Und 4 Tage brauch 4 Tage brauchen die, bis sie ausgewachsen sind. Ich glaube, jetzt geht uns das Wasser aus. Bevor wir alles. Wunderbar. Das ist aber nicht schlimm, weil wir haben ja hier unseren Fluss. Und wisst ihr was? Upsa. Ja, schlechter Wurf, aber trotzdem schwimmt das Ding. Wir probieren es mal wieder mit der Angel. Warum nicht? Vielleicht finden wir ja was Tolles. Einen tollen Fisch. Weil wir müssen uns noch bis 9 Uhr beschäftigen. Ich habe nämlich mal kurz geguckt auf die Map und wir haben noch 2 weitere Läden, die wir dann besuchen werden. Oh, was haben wir hier? Irgendwelche Zeithungen? Das ist Müll. Okay. War das als wenigstens als Feuerpapier benutzen oder so? Ich weiß es nicht. Schmeißen wir mal ein bisschen weiter aus. Probieren wir es nochmal. Boah! Trash. Was denn das? Einfach nur Trash. Ja, hier finden wir, hat wohl jemand seinen ganzen Müll entleert. Der vorherige Farmbesitzer, wenn ich den finde. Stecke ich die Zeitung an, kacke rein und wenn er dann drauf rumdreht, dann hat er die ganze Kacke auf dem Schuh. Hat er nur verdient. Haben wir noch. Der wirklich hier, ey. Eine Leiche im Wasser oder was? Weiß ja auch nicht. Sollen wir mit dem ganzen Müll? Können wir das wenigstens verkaufen? Vielleicht bringt es ja wenigstens noch 2 Goldstücke oder so. Keine Ahnung. Aber wir haben 9 Uhr. Zur Zeit. Ein Versuch noch. Dann mal in die Läden. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, euch hackt's. Wer braucht zerbrochene Brillengläser? Wer hat noch nicht? Wer will noch nicht? Wer will nicht mehr? Nicht mehr sehen. Wird eh überbewertet. So. Jetzt haben wir hier mal schon gegossen. Genau. Ach, wir haben ja noch Post. Stimmt, habe ich ganz vergessen. War Angst, dass es Rechnungen sind. Habe ich wirklich reingeschmissen? Ja, wir können es tatsächlich verkaufen. Ja, mal krass. Okay. Alles klar. Ah, werden soll das Ding aufhalten? Meine Quellen sagen mir, dass da irgendetwas im alten Community Center rumlungert. Warum besuchst du mich nicht mal? Meine Kammern sind im Westen des Flusswaldes. In Stone Tower. Ich habe vielleicht Informationen, die dein Rattenproblem betreffen. Rasmodius, ein Zauberer. Aha, Zauberer. Was Forest Lake? Wo ist das? Hier ist er.
Ah, das ist die Hexenhütte, die wir das letzte Mal gedacht haben. Okay. Also den gehen wir auch mal noch besuchen demnächst. Wahrscheinlich in der nächsten Folge, denke ich dann mal. Je nachdem, wie wir jetzt vorankommen. Weil wo wollten wir hin? Hier? Nee. Das Community Center. Hier ist noch ein Fragezeichen. Ah, hier Carpenters Shop und hier war irgendwo. Ah, genau. Pierce General Store. Genau, da wollte ich hin, in die beiden Orte. Und dann könnten wir eventuell, also in beiden Orten, da könnten wir eventuell vielleicht mal noch da oben oder da irgendwo hin mal gucken. Wir sehen's. Haben ja Zeit. Letzte Folge war wieder ziemlich lang. Aber diesmal, ja, ist die Energie. Wir haben wohl nicht so gut geschlafen, Freunde. Oh, der schöne Brunnen. Den haben wir doch gegossen schon. Hier müsste es irgendwo sein. Eine Shop zumindest. Ja, hier, nee, hier ist das Community Center mit unserem Rattenproblem. Und dann war der eine Shop war dort unten, einer da oben. Ich glaube, wir gehen zuerst unten, weil oben ist noch mehr, wo wir erkunden wollen momentan. Es gibt insgesamt noch einiges zu erkunden, aber da oben wollen wir noch einiges. Auf River Road. Ah doch, da müsste eigentlich ja genau uns jetzt der Weg hier hinführen, oder? Alles täuscht. Oder das? Wer ist denn das? Hi, Alex. Hi. Was willst du mit mir reden? Ich bin beschäftigt. Okay, wenn du nicht reden willst, dann willst du eben nicht. Ist mir egal. Geh auch weg. Hey, was ist denn mit dir? Hallo? Ach, die Pam wieder. Bist du befreundet mit Gus? Er ist ein sehr guter Junge. Okay. Ist es? Ah. Kriegt ihr mal Freibier am Geburtstag? Ah, da haben wir den Beziehungsstatus dann auch sehen können. Hier ist noch ein Trailer. Aber was hat denn der hier stehen? Trailer Park. Trailer Park Shit. Das hier ist aber. Ach, das ist der Shop, in dem wir drin waren, oder? Gestern noch. Nee. Das hier ist doch Granny, oder? Evelyn, ja. Es ist nett, so nah am Ozean zu sein, am Meer. Der Sound, der Klang der Wellen lässt mich viel leichter einschlafen. Ja, das glaube ich. Als Kind haben wir, was sind das? Das sind Seashells. Seehunde, nee, Schildkröten oder was? Oder? Keine Ahnung. Oh, das waren noch Tage. Ja. Beste Erinnerung, freien Lauf. Das ist nicht der Laden. Wo ist denn der? Ich kann die Map gerade nicht lesen. Ich sehe nur. Das war der Saloon. General Store, das müsste doch hier sein. Verarschen. Ist das Saloon? Ah ne, dann müsste es hier. Ja, hier ist er. Was sind hier Informationen? Oh, aha. Louis Birthday. Der ist heute, oder? Oh, da müssten wir dem ja eigentlich einen Besuch abstatten. Da ist er. Mal gratulieren wir ihm mal. Also er ist über 20 Jahre Bürgermeister von Pelican Town. So. Niemand hat bei einer Wahl jemals an mir gezweifelt oder ist gegen mich angetreten. Ich denke, ich mache meinen Job richtig gut. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich mag es, Bürgermeister zu sein. Glaube ich. Was haben wir hier? X. Kasse. Oder? Aha. Auf ins Krankenhaus. Denke, da will ich mich aber jetzt nicht weiter umgucken. Mag keine Krankenhäuser. Würde lieber in den Shop gehen. Außerdem ist das wichtiger für uns momentan. So, da haben wir doch schon Verkäufer. Ja, wer bist denn du? Hm? Junge? Hallo? Oh. Oh, Bohnenstarterpaket. Im Frühling dürfen wir das nur pflanzen.
Auch in 10 Tage. Aha. Aber sie produzieren dann weiterhin. Oh, okay. Das ist immer cool. Da holen wir uns doch mal so ein Starter-Pack. Ja. Ah, Bohnen-Starter-Pack. Warum? Warum hat das jetzt so viel gekostet? Alter. Ja, jetzt können wir uns eigentlich nur noch Kartoffeln kaufen, aber die. Ah, doch, die sind auch Frühling. Oh, cool. Guck mal, was ist das? Colorful Flower. Oh, schön. So eine will ich haben. Frühling, alles im Frühling. Ja, jetzt. Was? Ach so, das können wir dann mit der Sense ernten. Okay. Oh, eine blaue Blume. Ich denke. Boah, Zucker, wir können hier. Ey, was denn hier? Reis. Ach so, das ist alles. Das ist jetzt wahrscheinlich für die. Oh, ey, guck mal hier. Kirschbaum können wir anpflanzen. Oh, wie geil ist denn das? Bitte, wir können auch nur unsere Bäume pflanzen. Also, es ist wirklich Harvest Moon-mäßig aufgebaut. So, jetzt haben wir eigentlich nicht mehr viel Geld. Also. Ach so. Holen wir noch so eine Zone. Und. Unser Kohle ist Ende. Da war's, jetzt gehen wir auf die Farm und pflanzen das an. Dann brauchen wir auch nicht mehr in den anderen Laden ohne Geld. Da warten wir den nächsten Tag. Da gibt es noch mal Kohle. Da gibt es noch mal Money. Können wir ja ein bisschen was anpflanzen. Vor allem die Bohnen. Da freue ich mich drauf. Und die können wir dann nämlich so lange ernten. Ja, bis sie eben aufgebraucht sind. Wir machen aber hier ein eigenes Bohnenfeld. Wir haben ja Platz momentan noch. So. Ach, guck. Aha, nee, das geht so nicht. Da müssen wir, das sind nämlich richtige Stangenbohnen. Eieiei. Jetzt voll auf die Bohne hier. Müssen wir das anders machen? Ich denke, da müssen immer zwei Platz dazwischen sein oder so. Also die holen schon ein bisschen Platz weg. Da. Alter. Das fällt doch. Ja, genau. So funktioniert's. Ehrlich. Dauert jetzt ein paar Tage, bis die fertig sind. Alter, nicht mit der Sense. Alter. Oh. So, dann machen wir das doch hier mal alles bessern. Mal gespannt. Sieht ja alles schon mal cool aus hier. Eine kleine Farm, liebe Freunde, nimmt Gestalt an so langsam. Bin mal gespannt, was wir hier noch alles machen können, weil hier gibt es ja echt viel zu machen. Ich weiß schon gar nicht mal, was ich alles noch machen soll. Oh, jetzt holen wir hier die zwei Blumen hier. Und nee, da wollte ich es eigentlich nicht hinmachen, egal. Ah, die blaue können wir. Hier, dann. Oh, mal schön gießen. Oh, jetzt haben wir Bleide ohne Ende. Ich denke, jetzt können wir den Tag verbringen mit Angeln noch ein bisschen. Oder wir gehen noch den Wizard besuchen. Ja, hier ist auch ziemlich am Arsch. Ach, schon wieder so ein Dreck. Aber hier nochmal gerade reinschmeißen. Nicht die Angel, ey. Sollen wir den Wizard noch besuchen? Weil ich glaube, mit der Energie, das ist nicht so gut. Kultur machen. Was noch gerade mit dem Wizard über die Runden zu bringen. Wenn wir den irgendwie da durchkommen. Vielleicht doch noch was kaputt machen. Aber wenn wir das ganze Unkraut mal weg hier haben, dann freue ich mich. Ich weiß aber gar nicht, ob da noch Neues dazukommt. Also, kann ich mir auch mal vorstellen. Aber wie kommen wir da hin? Wohl da unten. Ey, ist da hinten noch ein Höhleneingang? Ach komm. Oh, wir fühlen uns gerade ein bisschen müde, aber da haben wir noch eine Kohle gefunden. Was? Spooky. Warte auf meine Rückkehr am Morgengrauen. Deines dritten Jahres hier. Großvater. Oh, da hat uns der Großvater. Also, wir müssen. Das müssen wir uns im Hinterkopf behalten. Weil ich denke, das ist vielleicht auch verpassbar. Kommt der Geist des Großvaters hier auf unsere Farm oder was? Geil.
Ah, ich liebe das in den Mysterien. Wenn immer so, das war bei Harvest Moon ja auch, da gab es so viel. Oh, ach geil, nochmal eine Kohle gefunden. Alter, wann geht's aber ab hier mit Kohle? Ah, ich weiß. Nicht mehr. Nochmal Kohle. Oh, jetzt können wir nicht mal rennen. Oh Mann, da müssten wir ja eigentlich jetzt schlafen gehen. Oder wir essen irgendwas, was die Energie aufwertet. Auch 3 Stunden haben wir nämlich Zeit. Aber nicht mehr rennen. Das ist eklig. Hacke so lahm schwingt. Würde schon auch gerne bei den Wizard in dieser Folge. Recht kurz gewesen. Ah. So, waren wir hier? Aber wir müssen nachher unbedingt. Müssen irgendwie nach hier. Oh, Schnitt. Tja. Lalalala. Ja, das langsame Gehen, das ist immer schön. Boah, meine. Da ist unser Haus. Wir kommen dann. Wir haben gleich 8 Uhr. Ich glaube, dann empfängt er uns eh nicht mehr. Vielleicht sollten wir uns doch einfach hinlegen. Folge ist ja auch schon ein paar Minuten gange. Dann sehen wir wenigstens noch, da gucken wir uns nämlich an, was wir verdient haben. Ich denke, das machen wir. Und wir legen uns einfach hin. Genau, go for it. Hollow Knight. So. Einer gibt 35, okay, dann verdienen wir nur 10 Gold an denen. 25 hat, glaube ich, der Samen gekostet. Das ist nicht so viel. Ja, 10 Mal haben uns 20 Gold beschert. Das ist auch nicht wirklich viel. Ja, die Brille 0. Das hier 5. Eine. Auch nicht so viel. Ja. Mit Steinen und Dings haben wir dann 40 verdient. Okay, haben wir 100 Gold haben wir verdient. Ja, okay, das war jetzt nicht so viel. Und haben wir irgendwo. Gucken wir uns mal noch was alles an, bevor wir die Folge beenden. Hey, da haben wir auch noch nichts verdient, noch nichts dazu gekommen. Ich weiß auch nicht genau, wie das alles funktioniert. Ob das einfach nur durch Learning by Doing geschieht oder ob die einfach so kommen. Upsa. Ja. Craften können wir uns auch noch ein bisschen was. Wir können uns Wege und Tore vielleicht mal machen oder sowas hier. Ach, Zäune. Mal gucken. Ah ja, aber siehst du, das ist nämlich auch alles jetzt verkauft mal. Und deswegen haben wir das hier auch in unserer Sammlung. Mit den verschifften Items. Ist ja schon. Da könnten wir nämlich einen Fisch können wir nämlich zum Beispiel auch noch verkaufen. Der müsste dann auch irgendwo aufgeführt werden. Hängen. Können wir ja auch verkaufen. Cool, ich weiß nicht. Weil der ja eine Extraliste hat, weiß ich es nicht genau. Oh, es gibt auf jeden Fall einiges zu verkaufen. Da dürfen wir gespannt drauf sein. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn es wieder heißt Stardew Valley mit eurem Spooky4F. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye, bye.